Wir haben jetzt viel über Minderheiten gehört, aber der Krieg im Irak und in Syrien ist vor allem auch ein Krieg zwischen den beiden grossen muslimischen Blöcken, den Sunniten und den Schiiten. Die Sunniten haben Saudi-Arabien hinter sich und die Schiiten den Iran. Ich habe mich mit dem Pascal Weber, einem Nahost-Korrespondent vom SRF, getroffen und von ihm wissen, was die Situation so komplex macht. So, hallo. Sorry, hallo. Ciao, Pascal. Schön, dass es geklappt hat. Dankeschön. Auch wenn es ein bisschen kalt ist bei euch. Ja, gell? Bist du nicht mehr gewöhnt? Nein, ich bin wirklich nicht gewöhnt. Diesen Sommer ist der IS aus wichtigen Städten im Nordirak und in Syrien vertrieben worden. Was bedeutet das für die Leute, die in diesen Gebieten leben? Das erste Mal sicher eine riesige Erleichterung. Aber jeder weiss, dass mit der Vertreibung des IS erstens der IS selber, also die Ideologie, die Terrorbewegung, nicht einfach verschwindet. Und vor allem die Gründe, die zu dieser Erstarkung, der schnellen Erstarkung des IS im 2014 geführt haben, die Gründe sind alle noch da. Die Angst der Leute, was jetzt kommt, ist fast genauso gross. Ich sage nur fast, aber fast genauso gross wie die Angst, die sie vorher hatten, wo der IS noch da war. Beispiel Mosul. Du warst im Sommer das letzte Mal dort. Was für einen Eindruck hast du von dieser Stadt? Komplette Zerstörung. Ich habe noch nie so etwas so zerstört gesehen wie der Westteil von Mosul, der Westteil mit der Altstadt. Komplette Zerstörung von allem. Von allen Lebensgrundlagen, von allem, was man braucht, zum Beispiel, von all der Infrastruktur. Ich kann mir fast nicht vorstellen, wie dort schnell wieder ein normales Leben möglich ist. Du hast uns ein paar Bilder mitgebracht, wenn wir mal hineinschauen. Wir waren in einem Feldlazarett. Dort kamen die Leute, die gerade vor dem IS geflüchtet sind. Und da kam ein Vater mit drei Kindern. Der eine Bub hatte das halbe Bein nicht mehr. Der andere Bub hatte den Kopf schwer beschädigt. Und das Mädchen hatte einen Bauchschuss. Und der Vater ist auf seinen einen Sohn zu. Und Bub, es ist vorbei, es ist endlich vorbei. Und gleichzeitig, unser Leben ist kaputt. Das ist enorm stark und das begleitet mich sehr lange. Gründe, warum sich der IS im Irak so schnell hat ausbreiten konnte, sind immer noch da. Der Pascal Weber erklärt mir, dass die Menschen in Mosul sich von der Zentralregierung in Bagdad komplett unterdrückt gefühlt haben. Und da kommt eine Bewegung, die sich gut muslimisch nennt, sunnitisch in diesem Fall, und dir verspricht, gegen deinen Unterdrücker zu kämpfen. Viele Leute in Mosul haben das erste Mal den IS als das kleinere Übel wahrgenommen als die schiitischen Machthaber in Bagdad. Dass es nachher ganz anders gekommen ist, das haben sie nicht feststellen. Jetzt kommen die schiitischen Unterdrücker aus Bagdad wieder zurück als Befreier. Kommen sie wirklich als Befreier? Das an einem Menschen in Mosul klar zu machen, das ist enorm schwierig. Und vor allem machen die Machthaber eben genau wieder die Fehler, die vorher schon da waren. Massenhaft nehmen sie Vergeltung. Da findet irgendwie Massenerschiessungen statt, jetzt einfach von der anderen Seite. Das sind so tiefe Wunden, die gerissen werden, die fast nicht geheilt werden können. Für das Vertrauen wieder aufzubauen, muss jede Gemeinschaft für sich einmal sicher können, in Ruhe und in Ruhe gelassen werden, in irgendeinen Alltag zurückfinden. Das kann nur passieren, wenn irgendeine garantierende Macht von außen irgendwie einkommt und ein gewisses Nebeneinander, noch nicht miteinander, nebeneinander, kann garantieren. Im Moment deutet alles auf den Iran her. Jetzt ist aber das Problem, dass der Iran natürlich genauso wieder von der einen Gruppierung abgelehnt wird, sei das lokal oder bis zu Amerika, Saudi-Arabien, Israel. Und natürlich werden die Mächte versuchen, den Einfluss des Iran wieder zurückzudrängen und zu schwächen. Aber ich sehe im Moment keine andere Ordnungsmacht, die Kraft hätte, dort als so einen auswärtigen Garantiegeber einzuwirken, außer den Iran. Ah, shukran. Intermini. Anders sieht die Situation in Syrien aus. Wichtige Städte wie Kobane oder Raqqa konnten zwar diesen Sommer auch vom IS befreit werden, aber in Syrien herrscht nach wie vor Bürgerkrieg. Die Menschen in Syrien sind primär einfach mal müde. Extrem müde. Und sie wollen einfach nur, dass das Ganze irgendwann irgendwie aufhört. Und auf dem Ufer nachher ihre irgendwie geartete Zukunft aufbauen. Wie das aussehen soll, haben die meisten keine Ahnung.
Ich erfahre, dass der Pascal Weber in Syrien nur mit offiziellem Visum von der Regierung unterwegs ist. Das heisst, er kann nur in Gebiete, wo der Assad beherrscht. Oft sind das völlig zerstörte Städte. Krieg ist etwas Unfassbares, oder? Du hast in diesem Krieg hast du enorme Zerstörung, enormes Leid und gleichzeitig dort eine extreme Überlebensfähigkeit der Menschen, die sich sehr schnell an die unglaublichsten Umstände anpassen können. Und nur zwei, drei Strassen nebenan kannst du eine unversehrte Strasse haben, wo die Leute ihrem normalen Leben, so normal wie es halt ist, weiter nachgehen, Kaffee trinken, Klasse essen, posten, kochen, streiten. Was bräuchte es denn, dass syrische Flüchtlinge zurück könnten in ihre Heimat? Die Frage ist weniger zum Zurückgehen. Die Frage ist, was braucht es, damit sie bleiben können. Weil Flüchtlinge gehen immer sehr schnell zurück. Die wollen sehen, wie ihr Haus aussieht. Die wollen wissen, was von ihrem Hab und Gut genommen ist. Die Frage ist, was braucht es, damit sie bleiben können. Da braucht es eigentlich das Gleiche wie im Nordirak. Es braucht eine funktionierende Infrastruktur, Wasser, sauberes Wasser, ein Haus, das man irgendwie ein Haus nennen kann. Und es braucht Sicherheit, Stabilität, dass nicht gerade wieder geschossen wird und nicht gerade wieder bombardiert wird. Was denkst du, wie wird sich die Situation in Syrien entwickeln? Jeder, der da eine klare, einfache Antwort gibt, übertreibt. Weil es gibt keine klare Antwort. Klar ist, solange der Assad so an der Macht bleibt, wie er jetzt an der Macht ist, wird es immer Widerstand gegen den Assad, wird es immer bewaffneten Widerstand gegen den Assad. Danke vielmals, Pascal, für das spannende Gespräch. Und alles Gute auf deine weiteren Reise. Danke.